Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute wieder Sonntag und ich möchte mit euch einen erbauenden Gedanken teilen, der für mich persönlich in erster Sicht auch sehr wichtig ist und erbauend ist. Wir haben Jesus, der tatsächlich schon damals eine Absicht hatte, die Menschen zu erbauen. Die ganze Zeit war seine Absicht, den Menschen zu helfen in der Not, die Menschen zu erbauen, die Menschen zu motivieren. Und das ist die Absicht, die wir heute beibehalten sollten. Besonders als Christen, besonders als Menschen, die Jesus kennen, sollten tatsächlich in der Lage sein, in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, sehr darauf achten, welche Botschaft wir verbreiten, was wir machen und dass das, was wir tun, die anderen Menschen erbaut. Und das ist für mich heute persönlich ein wichtiges Wort, weil ich tatsächlich selbst in einer Situation, in einer Lage bin, der das eigentlich für mich auch benötigt. Deswegen erbaut dieses Wort mich und ich möchte es mit euch teilen, damit ihr auch in der Lage seid, sich neu zu positionieren, neu aufzustehen und positiv auf das Morgen zu blicken. Das ist die Kernbotschaft, die ich heute habe, und deswegen habe ich dieses Thema auch in diesem Sinne genannt. Ich habe es genannt, macht euch keine Sorgen. Wisst ihr, als damals Jesus lebte, war die Situation durchaus deutlich schlimmer als die Situation, die wir heute erleben. Und die Menschen waren in einer Situation, wo die tatsächlich nicht wussten, was morgen kommt. Aber diejenigen, die gelernt haben, auf Jesus zu vertrauen, die haben gelernt, was sehen wir in der Geschichte, gelernt, mit der Situation klarzukommen. Und sie waren tatsächlich informiert und vorbereitet und haben von Gott immer wieder Rettung erfahren können. Das ist eine wichtige Kernbotschaft, die ich heute mit euch teilen möchte. Ich möchte dazu aus Matthäus Kapitel 6, Vers 34 zunächst vorlesen. Da steht Folgendes. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Eine sehr wichtige Bibelstelle, ein sehr wichtiger Satz, den Jesus hier ausspricht. Sorge dich nicht um morgen, morgen gibt es genug eigene Sorgen. Für mich persönlich dient es zur Beruhigung. Ich kann mich hier tatsächlich auf Jesus verlassen und sagen, Jesus, du hast gesagt, dass du das morgen in deiner Hand hältst. Und das motiviert mich nicht zu vergessen, wer der tatsächliche König dieser Erde ist. Nach seinem Tod ist das nämlich Jesus Christus. Er möchte uns heute motivieren und sagen, ich habe alles in der Hand. Ich werde das schon alles regeln, wenn du dich auf mich verlässt. Und das ist tatsächlich das allergrößte Problem heute, dass die meisten Menschen sich auf das Problem konzentrieren und nicht auf den, der das Problem lösen kann. Die meisten Menschen verlassen sich auf die eigene Stärke, auf die eigene Macht. Sie verlassen sich auf den anderen Menschen und erleben Enttäuschungen, erleben Niederlagen. In meinem Leben war das tatsächlich eine sehr lange Zeit genau so, wo ich gedacht habe, der wird mir helfen, da wird mir geholfen, da finde ich Unterstützung. Das sind oftmals Lügen. Und Menschen, die durch Teufel geleitet werden und die am Ende seinen Tribut von uns fordern. Und das ist wichtig. Wir müssen in dieser Situation tatsächlich eins verstehen. Mein Vertrauen ist nur auf Jesus. Und das wird uns motivieren, das wird uns Kraft geben. Und wenn wir in Gemeinschaft mit anderen Menschen auftreten werden, wird diese Einstellung auch andere Menschen motivieren, weiterzuleben, motivieren, glücklich zu sein, motivieren, fröhlich zu sein. Das ist das, was heute eigentlich einen echten Christen ausmachen sollte. Ich lese uns dazu noch eine Bibelstelle, Markus Kapitel 7, Verse 20 und 21. Und er fuhr fort.
Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord. Und wir können diese Liste unendlich weiter ausweiten. Ja, zum Beispiel Angst gehört dazu, sehr doll, besonders in unserer Zeit. Ja, Hass und so weiter. Das sind Dinge, die den Menschen steuern letztendlich. Und Jesus sagt hier, er widerspricht eigentlich einem anderen Thema. Ihm wurde vorgeworfen, deine Jünger verunreinigen sich, indem sie zum Beispiel die Hände nicht waschen vor dem Essen. Also die haben bestimmte Sitten nicht eingehalten, die tatsächlich damals sehr hoch gehalten wurden. Und das wurde Jesus quasi vorgeworfen, dass seine Jünger komische Leute sind. Und Jesus zeigt hier, was eigentlich für uns sehr wichtig ist. Und er sagt, nicht das, was in mich hineinkommt, verunreinigt mich, sondern das, was aus mir hinausgeht. Und das ist sehr wichtig. Ich werde gleich einen Gedanken mit dir teilen, der für uns wichtig ist. Und dieser Gedanke kommt eigentlich aus der Wissenschaft, nämlich aus den Menschen, die den klinischen Tod erlebt haben. Und da ist mir etwas sehr wichtig geworden, als ich das Thema betrachtet habe. All diese Menschen, die klinisch tot waren, die beschreiben ein interessantes Ereignis, dass sie quasi den Körper verlassen haben und auf das ganze Geschehen, auf die Ärzte drumherum oder auf die letzte Situation, die sie da erlebt haben, dass die das Ganze von einer anderen Perspektive, also nicht mehr aus dem eigenen Körper heraus, sondern also quasi von, als ob man einen Film anschaut, betrachtet haben. Und was interessant ist, diese Menschen können sich erinnern an das, was sie gesehen haben, an das, was die gehört haben. Sie können sich an die Gefühle des eigenen Körpers nicht mehr erinnern, weil sie tatsächlich nicht mehr in dem Körper waren. Wiederum können sie sich aber an eine Befreiung erinnern, dass die nicht mehr in diesem Körper quasi gefangen waren. Und das sind Dinge, die sehr interessant für mich sind. Früher habe ich mir nämlich immer die Frage gestellt, wie kann das sein, dass im Herz alles ist? Schlechte Gedanken, ja, meine Gefühle. Also das ist höchstens im Verstand. Gedanken kommen im Verstand hinein. Gedanken werden im Verstand produziert. Und Herz ist eigentlich nichts anderes als eine Pumpe, die für Blutzirkulation und so weiter sorgt. Das heißt, wie kann das sein, dass mein Herz eigentlich der Kern meines Lebens ist? Und wir sehen, dass Jesus hier eigentlich etwas ganz, ganz anderes beschreibt. Nämlich, er geht nicht über auf dieses natürliche Herz, also auf unseren Motto ein, sondern auf etwas, was ewig ist. Was überdauert, was auch nach unserem Tod weiterhin lebt. Und er sagt, das ist das Herz. Und aus diesem Herz kommen gute und böse Gedanken. Gute werden hier von Jesus nicht angesprochen, sondern nur böse erstmal. Aber da, wo böse Gedanken rauskommen, da können auch gute Gedanken rauskommen. Jesus zeigt hier etwas anderes, aber umso wichtiger ist zu verstehen, wenn aus meinem Herz böse Gedanken kommen, dann muss ich auf mein Herz aufpassen, damit da keine bösen Gedanken sich einpflanzen, sondern gute. Und genauso, wo Hass rausgeht, kann Liebe rausgehen. Genauso, wo Angst rausgeht, kann Mut und Zufriedenheit rausgehen. Kann da, wo Missmut entsteht, kann sich dass der Verlass auf was Gutes herauskommt. So, und das sind Dinge, die für uns wichtig sind. Wir müssen verstehen, dass wir heute auf etwas in uns ganz doll aufpassen müssen. Nämlich, was hören wir? Wie reagieren wir auf das, was wir hören? Weil wir sonst die Funktion als Christ verlernen. Und das ist leider so tatsächlich, dass sehr viele Christen nicht mehr in dieser Situation sind. Selbst bei mir, besonders Erlebnisse der letzten Woche, haben mich so doll umgehauen, dass ich quasi für einen Moment quasi die Orientierung verloren habe. Ich war total entrüstet,
erbost, enttäuscht. Und das waren Dinge, die ich gesagt habe, das kann nicht sein. Was passiert hier? Was geht hier ab? Meine Lieben, was absolut wichtig ist für einen Christen, eine absolute Ruhe bewahren. Die Welt braucht heute Menschen, die Ruhe bewahren, die nach morgen schauen, die wissen, wer der König ist, die wissen, wer die Oberhand gewinnt. Wenn die Christen tatsächlich schon auch früher in der Geschichte das verstehen würden, bin ich mir ganz sicher, dass die Welt einige Katastrophen weniger erleben würde, wenn die Christen in ihrer Funktion leben würden. Und deswegen möchte ich dich tatsächlich dazu motivieren und dich damit ermutigen, mach dir keine Sorgen. Das sind Jesu Worte. Mach heute das, was du heute tun kannst. Und selbst heute mach dir keine Sorgen, sondern verlass dich auf Jesus. Er wird es gut tun. Er wird dir die Gedanken geben, wie du agieren musst, was du machen musst. Und das Morgen erledigst du morgen. Das ist so wichtig. Das ist für mich so eine Ermutigung. Als ich das nochmal vom Heiligen Geist inspiriert bekomme, habe ich gesagt, Jesus, danke dir, du bist tatsächlich der lebendige, ewige König, der das letzte Wort über alles behält. Und deswegen wünsche ich dir in diesem Sinne den Segen Gottes, dass er sich in deinem Leben entfalten kann, damit du Mut hast, damit du motiviert bist und damit du keine Angst mehr hast, damit du dir keine Sorgen machst. Sei gesegnet und bis zum nächsten Sonntag. Übrigens, was wir noch jetzt machen, im Deutsch machen wir fast tagtäglich ein Gebetsabend, das ist so ungefähr eine halbe Stunde, machen wir intensives Gebet über live. Und jeden Dienstag gibt es bei uns ein Programm Biblework, wo wir intensiv über bestimmte biblische Themen sprechen und uns damit auseinandersetzen. Und du bist dazu herzlich eingeladen. Ich teile meistens diesen Link über unter diesem Video. Du findest aber diesen Link auch auf freshforce-force.com, glaube ich. Ich muss das tatsächlich jetzt nochmal nachgucken. Oder halt über walterdill.de. Und das sind die Adressen, wo du alle Kontaktdaten findest und auch natürlich die Einladung in die Telegram-Gruppe, wo du zusammen mit uns auch kommunizieren kannst. Ja, in diesem Sinne, sei gesegnet und bis demnächst.